Die Übertragung des eigenen Bildschirms in Zoom, die kann häufig für Präsentationen oder auch für Meetings sehr sinnvoll sein. Wie sie funktioniert, erfährst du in diesem Video. Starte dafür zunächst ein eigenes Zoom-Meeting oder tritt einem bestehenden Zoom-Meeting bei. Wenn du ein Zoom-Meeting selbst startest und andere Teilnehmer einlädst, dann hast du immer die Host-Berechtigung und kannst jederzeit deinen Bildschirm freigeben. Bist du allerdings Teilnehmer in einem anderen Meeting, dann brauchst du zunächst einmal die Host-Berechtigungen. Möchtest du einem anderen Benutzer die Host-Berechtigung geben, öffne das Teilnehmerfenster, gehe auf den entsprechenden Namen und gehe auf Mehr und wähle Host erstellen aus. Bestätige mit Ja. Die andere Person hat nun die Möglichkeit, den Bildschirm freizugeben, du selbst kannst ihn allerdings nicht mehr freigeben. Dafür musst du den Host zurückbekommen, entsprechend kann die andere Teilnehmerin mir den Host zurückgeben. Übrigens gibt es auch die Möglichkeit, mehrere Personen gleichzeitig zum Host zu machen. Logge dich dafür online bei Zoom mit deinen Nutzerdaten ein und gehe unter Kontoverwaltung auf die Kontoeinstellungen. Hier wechselst du jetzt auf In Meeting in Klammern Grundlagen, scrollst ein wenig herunter und hier gibt es den Co-Moderator. Aktivierst du diese Option und klickst nochmal auf Aktivieren, dann kannst du neben Host erstellen auch Co-Host auswählen. Das geht nach einem Neustart und in einem neuen Meeting. Und dann können auch zwei Personen die Hosting-Berechtigung haben. Hast du nun die Hosting-Berechtigung, dann kannst du hier unten auf Bildschirm freigeben klicken. Es erfolgt eine Auswahlmöglichkeit, entweder deinen gesamten Bildschirm freizugeben. Das bedeutet, alles, was auf deinem Bildschirm zu sehen ist, wird auch angezeigt. Du kannst aber auch sagen, dass du nur einzelne Fenster, wie beispielsweise das OBS-Studio-Fenster oder hier Trello, übertragen möchtest. Möchtest du ein Video zeigen, dann klicke hier unten auf Ton freigeben. Dann wird auch der Ton ins Meeting übertragen und am besten wählst du auch noch für Videoclip optimieren aus. Unter Erweitert findest du noch zahlreiche andere Möglichkeiten. So kannst du beispielsweise nur einen Teil deines Bildschirms freigeben. Die Freigabe startet jedoch immer erst dann, wenn du auf Freigeben geklickt hast. Dafür übertrage ich einmal meinen Bildschirm. Klicke auf Freigeben und nun siehst du einen grünen Rand rund um deinen Bildschirm. Das bedeutet, dass die Freigabe gerade läuft. Du kannst die Freigabe hier auch noch einmal wechseln und sagen, dass du beispielsweise einen anderen Bildschirm oder ein bestimmtes Fenster übertragen möchtest. Alle Mitglieder im Chat, die jetzt gerade im Zoom-Meeting sind, die sehen nun deinen Bildschirm. Möchtest du die Freigabe beispielsweise auf alle Teilnehmer ändern, dann braucht es keine Hosting-Berechtigung mehr. Stoppst du die Freigabe, dann siehst du wieder die normale Meeting-Einstellung. Spannend sind vor allem auch die erweiterten Einstellungen. Du kannst auch einzelne Dateien in Zoom teilen. Du kannst außerdem sagen, dass du eine zweite Kamera oder konkret ein Video übertragen möchtest. Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten, die kannst du dir gerne noch einmal genauer ansehen. Nun wird beispielsweise nur ein Teil meines Bildschirms übertragen. Das kann man dann hier einfach über dieses Fenster hier auswählen. Wechselt die Übertragung bei Freigabe von einem grünen Farbton in einen orangen Farbton, dann kann es sein, dass du nur ein bestimmtes Fenster, beispielsweise Word, übertragen hast, dann allerdings auf PowerPoint gewechselt bist und man dann eben nur noch das Word-Fenster sieht und die anderen Teilnehmer dann noch nicht das PowerPoint-Fenster sehen können. Dann kannst du hier oben auf Neue Freigabe klicken und dann entsprechend aktualisieren, was übertragen werden soll. Am Ende nicht vergessen, die Übertragung auch wieder zu stoppen. Du siehst also, es ist gar nicht schwierig, seinen Bildschirm in Zoom zu übertragen. Und Zoom hat noch viele weitere coole Funktionen und die habe ich dir hier auf YouTube vorgestellt. Deswegen abonniere gern Tutorial Center für die kompaktesten Tutorials auf YouTube.